Die Frage, kommt das jetzt raus? Kommt das jetzt nicht raus? Sebastian Freeze. In der Mine solltet ihr euch um die Kranken kümmern. Stattdessen habt ihr ihnen Schaden zugefügt. Was? Nein, das ist eine dreiste Lüge. Ich habe mein Leben für sie gegeben. Ihr wurdet zum Tyrannen, bis die erschöpften Überlebenden sich gegen euch erhoben. Sie haben wohl in der Dunkelheit den Verstand verloren und ihre Wut auf mich gerichtet, den Untergebenen des Captains. Ich starb unschuldig. Ich starb als Held. Ihr habt euch selbst belogen und eure Männer und uns und sogar eure Frau. Weshalb seid ihr wirklich zurückgekehrt? Nein, das habe ich nicht getan. Das würde ich niemals tun. Das sind alles Lügen. Ich liebe Helm von ganzem Herzen. Ihr müsst bezahlen. Ihr müsst Panik für seine Schandtaten bezahlen lassen. Damit werdet ihr nicht durchkommen, Sebastian. Komm zurück, Feigling. Ich glaube nicht, dass er zurückkommt. Der Weg ist frei. Wir gehen tiefer. Wir gehen tiefer. Ich speichere erstmal. Eine Flamme in der Dunkelheit, ja. Haben wir ja hier schon. Hier waren wir doch schon. Ich kann nicht fassen, dass Sebastian uns alle angelogen hat. Selbst Helen. Ist diese Kreatur deshalb so hasserfüllt? Ich weiß, ich wäre es. Gut möglich. Sebastian will Pennington um jeden Preis bestrafen. Aber ich bin mir nicht sicher, wieso. Die Musik ist sau einladend. Ja, ich hab doch schon. Aber danke. Links oder rechts, meine Gute?
Hä? Ich will nicht wissen, wo wir hier sind. Wir lassen Dinge hier frei. Dinge, die ich nicht freilassen möchte, lassen wir hier frei. Eieieiei. Jetzt ist die Musik auf einmal wieder ruhiger geworden. Womit habe ich denn die ruhige Musik hier auf einmal verdient? Kann ich ja nicht doch auch noch rein. Hä? Das Schlimme ist, das macht es ja nicht mal besser. Erst die Musik so, hier passiert gleich was und dann auf einmal jetzt so schell, als wäre alles in Ordnung. Hier ist nichts in Ordnung. Hier ist gar nichts in Ordnung. Dem Falschen dafür die Schuld gegeben. Brief eines Gefangenen. Ich schreibe diese Worte für alle nieder, die sie lesen wollen. Denn irgendwer muss berichten, was wirklich in Fort Jericho, New England im Jahr 1688 vorgefallen ist. Ich habe einen Wachposten hier an diesem Ort, der nun mein Gefängnis ist. Stift und Papier gestohlen und durch sie werde ich mich mitteilen. Mein Name ist Hassel Upschorsch. Ich wurde im Scarborough, England in Winter 1667 geboren. Meine Eltern besaßen einen Laden. Ich hatte drei Brüder und mein Leben war absolut gewöhnlich. Bis im zarten Alter von nur 19 Jahren zu den Kolonien aufbrach. Ich setzte all meine Hoffnungen in die neue Welt. Ich kam im Frühjahr 1687 in New Eden an und fand Arbeit als Näherin, Milchmädchen und Maid für eine edle Dame, da ich Erfahrung bei der Behandlung von Kranken hatte, meldete ich mich im kommenden Winter freiwillig zu einer Expedition der Miliz nach Fort Jericho, um einer Epidemie Herr zu werden. Leutnant Priest nahm mein Angebot dankend an. Die Krankheit betraf zuerst die Männer, die in den Minen unter den Fort arbeiteten. Leutnant Priest ließ sie auf Befehl von Captain Padding dort einsperren, unter den Vorwahlen so die Ausbreitung der Krankheit einzudämmen. Und dann schloss er sich gemeinsam mit ihnen ein. Angeblich um sich um sie zu kümmern. Nur kümmerte er sich nicht um sie. Ihm interessierte nur die Medaille, die ihm erwartete. Ich habe den wahren Sebastian Priest kennengelernt und er ist ein grausamer Mensch. Dieser tapfere Held hat Männer bei lebendigem Leib einmauern lassen. Nur wenige trauen sich, dieses unmenschliche Verbrechen auszusprechen. Sollte ich je hier rauskommen, werde ich ihn nicht damit durchkommen lassen. Ich werde meinen Mund nicht halten, auch wenn ich die erste und einzige sein werde. Mir ist kalt und ich habe Hunger. Ich denke, ich werde hier unten sterben. Vergessen vom Rest der Welt, aber das ist meine Stimme. Niedergeschrieben, auf dass die Wahrheit eines Tages bekannt wird. Möge Sebastian Priest für seine Taten in der Hölle schmoren.
Wir vertrauen einem Geist. Und was haben wir davon? Nichts. Achso, das ist... Das möchte ich, das ist Gesundheit. Wie komme ich denn da hin? Okay, wieder eine Kette. Das Problem ist, kommen wir denn runter? Da unten steht eine Leiche. Wir können ja hier nicht runter. Sieht so aus, als wäre es von da drüben, aber von da drüben. Ich habe das nicht gesehen. Man sollte es zumindest meinen. Vielleicht habe ich was übersehen. Ich habe es halt nie, wie gesagt, nicht gesehen, dass es denn geht. Leuchtet ja. Ach, jetzt geht's auf einmal. Ah, man muss aber wirklich hier ganz genau stehen. Hauptsache der Aufzug geht am Ende. Ansonsten würde ich mich hier etwas unwohl fühlen, muss ich mal so sagen. Macht's nicht viel besser. Das ist unwürdig, wenn die da so hängen. Tun sie mir halt dann doch ein bisschen leid. Dass sie da rumhängen und so, das haben sie nicht verdient auf Dauer. Eine Abkürzung, das ist jetzt die Frage. Moment, das war's. Logo. Oh. Okay, ist egal, wir sind richtig. HP. Für HP mache ich alles.
Für ein bisschen HP mach ich es, jo oh je. Bin ich. Ein bisschen HP. Sehr schön. Ja. Ist besser als jede Kanone. Definitiv. Wenn ich sie so sehe, frage ich mich, ob ihr Widerstand es am Ende überhaupt wert war. Du stehst umringt von ihren Kadavern und Stille ist die einzige Antwort, die du kriegst. Was glaubst du wohl? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Hier geht's weiter, das ist schön. Aber ich war der Meinung. Moment. Hier nochmal kurz zurück. Hier nehme ich. Und das ist nur das hier. Okay, hier ist nur das hier. War nicht noch hier was? Noch hier oben war noch was. Genau, hier unten war noch was. Eins, zwei. Scheiße! Jetzt habe ich mich verzählt. Seid gegrüßt! Grüße! Gott! Warum hast du mich verlassen? Was zählt der gute Mann? Und da hinten. What? Er wollte mir schon sagen, also.
Viele Männer waren hier eingesperrt. Der Grube überlassen. Nur zurückgehalten durch die Furcht hineinzufallen. Ah, das ist böse. Böse, das ist nicht gut. Down, 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 down. Da ist eine Truhe. Eine wertvolle Truhe, aber... Oh. Ich wusste nicht, dass ich mich umdrehen kann. Einfach so. Ja, gut. Wo bin ich denn da? Die Truhe gesehen, jetzt will ich die haben. Am besten Willen, also. Hier geht's dann nicht ran. Ich bin unschlüssig. Ich kann es nicht sagen, wie mir hier am besten durchkommt, aber ja. Wir schnappen uns mein Kart, setzen uns rein und fahren runter. Lustig sein. Das kann doch so gefährlich sein. Der Leichnam da. Welcher? Das müssen Sebastians Überreste sein. Interessant. Lord Priest starb ja als letzter. Hätte sich erschossen, als die Hoffnung schwand. In Wahrheit schlug ihm jemand den Schädel mit einer Hacke ein. Es war kein romantischer Suizid, sondern eiskalter Mord. Außerdem gibt es hier keine Geisterfessel. Und hier wieder dieses Zeichen. Keine Geisterfessel? Warum ist er dann nicht verblichen und wie alle anderen zu einem Schemen geworden? Sebastian hat Helen einen Bären aufgebunden. Seine markante Brustverletzung war ein Teil der Geschichte. Es war alles nur eine Lüge. Ich zweifle langsam am Geist des Lieutenants. Er könnte ein Abbild von Sebastian sein, um zu Helen zu gelangen. Vielleicht auch zu Pennington. Kein Schemen. Etwas Höheres. Aber was? Und weshalb? Ah. Sebastian ist eine Puppe. Ausgestopft mit gestohlenen Erinnerungen. Geschaffen von dem, was hier unten lauert. Er saugt Helens Lebenskraft aus. Wir müssen es ihr sagen. Helen hin oder her. Zuerst müssen wir den Puppenmacher finden. Ah.
wird überhaupt nicht schlimm werden. Nein, nein, nein. Das kriegen wir komplett easy hin. Okay. 18. Na komm schon. Und bleib tot. Du willst es mir also schwer machen. Was ist denn das für einer? Wir werden bald hier raus sein. Wir beide. Mein inneres Kind hätte dich gern nah bei sich. Ja, kann ich komplett verstehen. Guter Zuspruch. Nehme ich jetzt gerade echt gern an. Weil ich nicht glaube, dass das hier so leicht. Würde mich richtig böse werden. Was auch immer da unten auf uns wartet. Kann nichts Gutes sein. Kann überhaupt nichts Gutes sein, was da unten auf uns wartet. Oh, das ist Blut. Ich speichere mal kurz. Moment. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Natürlich jetzt ganz friedlich und ruhig geht er runter. Ich weiß, der Gestank ist schon längst verflogen, aber ich könnte schwören, dass ich ihn immer noch rieche. Ich dachte, wir haben die letzte Kette schon. Also es ist immer noch nicht die letzte Kette. Sie haben die Sonne nie wieder gesehen. Der Gedanke macht dir Angst.
Wie nicht, würde ich mal sagen. Muss aber jetzt wirklich die letzte Kette sein. Die letzten Ketten. Wir kommen näher. Also wir sind genau davor. Wir sind sowas von davor. Natürlich steht er dann gleich wieder hinter uns. Da hat uns jemand ein Lagerfeuer hinterlassen. Wo denn? Diese Ketten. Ein Echo, glaube ich. Der Geist, der der Bestie innewohnte. Kate wäre beinahe vor Furcht gestorben. Sie hat sie Deborah genannt, weißt du noch? Ein weiterer Geist, der den Zorn niederer Schemen kanalisiert. Das kann kein Zufall sein. Man hat mich hier zum Verrotten zurückgelassen. Aber den Gefallen tue ich ihnen nicht. Oh Mann. Hey. Hier geht's also wieder raus. Sind zu stark, um sie rauszureißen. Ich hatte das gar nicht erst versucht. Hieß es nicht ein Lagerfeuer für uns? Es hieß ein Lagerfeuer für uns. Ich wollte zum Lagerfeuer gehen. Lagerfeuerlied, ja, zum Lagerfeuerlied, ich will zum Lagerfeuer. Du Kackgeißel, du Kackding, du. Du gehst mir auf den Sack.
machst, du bist nicht schön, du bist nicht lieb, du gehst mir auf den Nerven. Ja. Ich höre dich ja. Reiß dich mal zusammen. Hier ist ein Lagerfeuer, das habe ich nicht gesehen. Puh. Hab das nicht gesehen. Ja, ich möchte mich mal kurz ausruhen. Tiefenentspannung und so. Kann ich natürlich bei diesen Geräuschen, kann ich mich komplett entspannen. Ah, Jesus. Wie soll man sich denn bei diesen Geräuschen entspannen? Komm ja schon. Ich komm ja schon. Oh. Kannst du ihn sehen? Hinter dir. Nein, ich bin nicht Pennington. Was passiert, wenn wir es tun? Ihr seid Deborah, nicht wahr? Pennington hat euch verhaften und in Ketten legen lassen. Arme Deborah, eine kaputte Puppe, weggestorben und vergessen in der Finsternisse. Sie hat mich hergegangen. Wenn wir es tun, sprecht ihr dann mit uns? Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Nutz meine Kraft, Red.
glaube, meine Angriffe nützen nichts. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Schlechtes Timing. Die Ketten sind geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Über dir. Die Decke stürzt ein. Verdammt! Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie! Geschwächt. Das ist deine Gelegenheit. Der letzte Angriff hat die Ketten in Mitleidenschaft gezogen. Befrei sie. Na, man musste halt allein sein, meine Gute. Ein Scheiß, aber auch. Wo bist du hin? Nächstes Mal klappt's. Sie greift alles an, was ihr im Weg steht. Schlechtes Timing.
Ja, ich bin ja dabei. Aber wenn du hier mit dich so einstellst, meine Gute, wie soll ich dir denn... Ei. Jetzt weiß ich wenigstens, wo ich suchen muss. Ich beeil mich ja, meine Gute. Lass mich raus. Da ist er hier. Nee. Da ist er hier. Ich kann nicht sehen, verdammt. Danke. Nächstes Mal klappt's. Sie werden die Grube kennenlernen. Was soll's? Mach ich's eben allein. Ich krieg das auch allein hier. Ich kann die schwächeren Glieder sehen. Ich aber nicht gerade. Ich will dir ja helfen, meine Gute.
Na, dann komm mal her. Es wird alles gut. Oh. Es ist vorbei. Geht in Frieden. Kein Frieden, keine Gnade, nichts als Finsternis und Verfall. Nein, es muss aufhören und ihr müsst es beenden. Finsternis und Verfall und die Worte eines Wahnsinnigen, eines widerwärtigen Menschen. Wessen Worte? Penningtons? Wenn die unerträgliche Stille zur finsteren Nacht wird, wird die leiseste Stimme als der Anbruch eines neuen Morgens gefeiert. Deborah. Ich will nie wieder eine Mine von innen sehen. Können wir jetzt hier raus? Ja, please. Ich will hier auch keine Mine mehr von innen sehen. Ich will hier auch raus. Das hat mir jetzt ein bisschen gereicht. Also, nee. Muss nicht sein. Oh. Wie geht das Sprichwort? Nee. Ein Puppenspieler? Die vielen Toten auf unserem Weg wurden alle von seiner Pein kontrolliert. Ganz besonders Sebastian. Den Bergarbeitern widerfuhr Unrecht, aber die Frau, die Pennington einsperrte, ist die Ursache. Also, was nun? Pennington hat Deborah eingesperrt, um ihr Leben bettelnd. Nach ihrem Tode ignorierte er sie. Eine Schande für uns alle. Aber Helen Preece ist einem betrügerischen Geist hörig. Ihr ist ebenso wenig zu vertrauen. Am Ende müssen wir uns jedoch für eine Seite entscheiden. Ja, wir müssen uns für eine Seite entscheiden, aber wir ruhen uns jetzt erstmal aus. Ich bin froh, dass wir es jetzt geschafft haben. Minen verlassen, ja, aber wir haben in den Minen ja auch noch zu tun.